Und das sind sie, die Preisträgerinnen und Preisträger. Nachwuchsverbraucherschützer der 4A an der Schule Molkenburgstraße. Was sie gelernt haben? Wie viel Zucker in Getränken steckt, wie gesunde Ernährung aussieht und wie Energie gespart werden kann. Wir haben darauf geachtet, dass unsere Smartgeräte wie iPads oder unsere Smartboards ausgeschaltet werden, wenn wir sie nicht brauchen, damit kein unnötiger Strom verloren geht. Wenn die Fenster offen sind, die Heizung soll aus sein. Und wenn die Fenster zu sind, muss Heizung an sein. Wir versuchen möglichst wenig mit dem Auto oder mit dem Flugzeug oder so, so fahren. Dafür gibt es heute die Auszeichnung zur Verbraucherschule. 69 Schulen aus 12 Bundesländern werden geehrt, so viele wie noch in keinem Jahr zuvor. Kleine Verbraucher werden große Verbraucher und ich gehe davon aus, dass die Kinder auch am Abendbrotstisch zu Hause mit ihren Familien über diese Dinge diskutieren. Und das Thema Energiesparen oder Energiepreise war ja vor allem im letzten Herbst nun wirklich in allen Familien ein wichtiges Thema, ein kritisches Thema. Besonders gefiel der Jury die lebensnahe Vermittlung des Wissens. Diese Apfelbäume haben die Kinder selbst gepflanzt. Es geht uns auch darum, dass die Kinder eben auch andere Apfelsorten kennenlernen, dass sie hier die Bäume pflegen und versorgen, beobachten können im Laufe des Jahres und ja eben auch die Unterschiede lernen, regionales Obst oder eben Obst, was aus anderen Ländern kommt. Entscheidungen als mündige Verbraucherinnen und Verbraucher treffen. Für die Kinder der 4A ist das im Schulunterricht schon Alltag.